Das ist schick. Aber jetzt merkt das, das ruckelt gerade ein bisschen, weil er gerade die Welt generieren muss. Das merkt man so ein kleines bisschen. Ich habe eher Angst, dass ich in die Lava fliege. Und dann das Ding abbrennt. Wie damals der Zeppelin in... Stranded. Stranded Deep. Da oben ist noch was. Aber solange ich genug Futter habe, kann ich ja unendlich fliegen. Das, was ich sagte, ne? Dante, was ich sagte. Noch was? Aber in dem Tempo wird es jetzt ein bisschen dauern, bis wir den Lava sie aufgefüllt haben, tatsächlich. Und nicht einfach gewesen, einfach runter zu buddeln. Denn. So, die Lava da hinten hinter uns ist bereits weg. Da fließt dann wohl Lava runter. Ich kriege da jetzt ein. Soll das der Mars sein? Ja. Oh. Und er hat ein eigenes Inventar. Das ist ja cool. Ah, nee. Das ist nur die restliche Lava von dem, die ich abgebaut habe. Habe ich gesehen, ja. Ja. Die Ungarn haben dann jetzt doch tatsächlich zugestimmt, endlich mal. Und die Türkei ja auch schon vor drei, vier Wochen. Das ist, damit ist jetzt auch Schweden in der NATO. Hallo Schrubbi, grüß dich. No? Wie ist es? Wo hast du denn Tim gelassen? Ja, sorry, tut mir leid. Der muss jetzt einfach mal sein. Ja, hast du bestimmt auch noch nie gehört, oder? Danke, 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 danke. Würde vermutlich schon gehen, Strobi, aber ich glaube, es dauert mir jetzt zu lange. Ich brauche ja nur 36 Eimer und dann habe ich ja quasi schon eine unbegrenzte... Hast du ins Bett geschickt? Alles klar. Dann hast du ja eine unbegrenzte Lavaquelle. Deswegen, mit Dripstauen, das Ding aufsetzen und dann verarbeiten und warten, ist halt irgendwie old schon wieder. Deswegen machen wir das lieber so. Ich hatte halt, glaube ich, finde irgendwo noch einen vernünftigen Lavasee, wo ich halt auch mal mehr als einen Eimer rausziehen kann, aber ist aktuell schwierig. Geht jetzt gerade nur so kleckermäßig hier. Ich wette mit euch jetzt schon, so beim letzten Eimer, den ich brauche, finden wir dann den übelsten Lavasee. So mit 12 Millionen Eimern Lava. 100 pro, das sehe ich jetzt schon. Ja, immer dasselbe. Oder mal ein Village. Achso, das war ein Flak. Oh, entschuldige, das habe ich gar nicht gesehen. Also, Wolf hat geschrieben, wenn die Formalitäten fertig sind, ist Schweden Teil der NATO und somit kann die Ostsee in NATO-Lake umbenannt werden. Ich glaube nicht, dass das wirklich sich durchsetzt, aber ja. Wäre rein technisch möglich. Weil die gesamte Ostsee dann von NATO-Staaten umgeben ist. Aua. Oh. Ich hab offenbar gerade mein Fluggerät geschrottet. Na gut. Was haben wir da? Harte Stöcker. Ja, und Anna. Und du schaust ihm beim Schlafen oder
Nee, ich will's gar nicht wissen. Ich will doch gar nicht wissen, was die hier tun. Das geht mich ja auch so überhaupt nichts an. Nicht? Da ist ein Waystone. Kann ich den klauen? Stimmt, oder? Kann ich nicht. Doof. Damit hätte ich jetzt hier einen Weg zu einem Dorf gehabt. Der wird dann aber despawnen. Cool. Und das Dorf wurde offenbar nachträglich generiert. Wie das scheint. Also erst wurde die Welt, die Karte generiert und dann das Dorf drüber gelegt. Okay. Ne, Lederrüstung. Okay. Ich würde eigentlich gerne ein Bett haben, wenn's. Ich will nur kurz schlafen, wenn es recht ist. Ja, da hat er echt dran gedacht, ne? Von wegen, nee. Vor allem, man hätte es ja so machen können, dass man den Wegstone gar nicht abbauen kann. Dann wäre es halt direkt klar gewesen, aber nee. Wenn du versuchst, ihn abzubauen, geht das, aber dann hast du dich halt gefickt. Also auch wieder sehr clever, ne? Dass du halt eben, er lässt dich schon machen, aber dann hast du ja die Dings, ja. Dann hast du das Problem. Okay. Bett hatten wir gefunden, aber in den Häusern war nichts Wichtiges. Dann schwingen wir uns wieder aufs. Wenn ich Glück habe, bin ich schnell genug aus dem Gebiet raus, dass der nicht despawnt. Wir hauen mal ab hier. Dass sich dieser Teil entlädt und dann hoffentlich der Waystone beim nächsten Mal auf langfliegen hier dann wieder da rumschwebt und ich ihn dann hoffentlich aufheben kann, weil ich ja dann die Technik dazu gelernt habe. Da ist ein Mesa-Biom. Das wird dann schwierig mit dem. Ich weiß nicht, wenn es überhaupt geht, aber das wäre dann schwierig mit dem Helikopter. Weil ich kann mit Carrion kann nicht in den Helikopter rein. Wäre halt auch wieder doof. Du kannst die Westens ja später freischalten über die Quest-Reihe. Und dann kannst du die auch mitnehmen oder selber bauen. Hier war ich, glaube ich, schon mal, ne? Also eine richtige Tropfsteinhöhle an der Oberfläche. Cool. Aber trockengelegtes Gerät. Keine Lava drin. Wow. Au. Aua. Wenigstens geht es nicht kaputt, das ist schon mal wichtig. Das wäre halt sonst echt übel. Oh Mist. Ich muss da gerade. Oh, okay, ich muss eine gerade Strecke haben. Okay. Ready for takeoff. Okay. Wir haben jetzt aktuell 5. 5 von 36 Eimern. Nicht so gut. Ist der Karte irgendwas Sichtbares von Lava-mäßiges? Nee. Roter Sand. Nee, sieht nicht so aus. Ja, vermutlich. Struppi, vermutlich. Nee. Ihr kennt mich. Leute, ihr kennt mich. Was sage ich immer? Konsequenz heißt es, den Holzweg bis zu Ende zu gehen. Das machen wir jetzt auch. Wir finden bestimmt noch irgendwo total den super mega dicken Lavasee irgendwo. Und dann sind alle unsere Sorgen vorbei. Ich schwöre. Bin da ganz fest von überzeugt. Und dann kommt die nächste Gypstone Cave. Hey, guck mal. Wolltest nicht Gypstone haben? Guck doch mal, hallo. Nein. Ich sage nein. Mesa-Gedöns.
Da war das Fliegen im Dunkeln gar nicht so schlecht, weil du hast. Genau, so ist es ja immer. Ist immer so. Wie gesagt, beim letzten Eimer werde ich dann über den tierischen Lavasee fallen. Das weiß ich jetzt schon. Haben die denn die Dripstone-Methode inzwischen verbessert? Weil ich weiß, ich habe es mal gemacht in einem, so einer Art Classic-Pack. Aber das hat halt ewig. What? Ey. Oh nein, so hungrig. Aber vergessen zu essen. Aber es hat halt ewig gedauert. Und die Weltgenerierung. Ein Run-Portal. Was denn für ein Run-Portal? Auf jeden Fall weiß ich halt, dass es da, ich glaube, in 1.18 war das. Ein Runenportal? Von welcher Mod redest du gerade? Ja, da würde es aber mit den 5 Eimern, die ich habe, auch extrem lange dauern, oder nicht? Willst du nicht? Und die Weltgenerierung. Könnte ich, glaube ich, aber es gibt, glaube ich, kein Home Command. Das heißt, ich komme dann nicht wieder zurück. Slash Set. Ja. Gibt kein Set Home Command, also dementsprechend kein Home. Und ohne Home ist dann ganz doof, wenn du RTP machst. Das glaube ich Öl war. Ich habe Öl gefunden. Oh boy. Jetzt quill ich gerade meinen Rechner so ein kleines bisschen mit der Weltgenerierung. Eieieiei. Oh boy. Wir geben dir mal eine Sekunde gerade. Autsch, autsch, autsch. Hat ein bisschen was nachzuholen gerade noch. Okay. Ich glaube, wir sollten uns vielleicht dann doch lieber runterbuddeln, eventuell bei uns zu Hause. Dann unten mal gucken, ob unten Lavaseen generiert werden. Lass nur mal ein Eimer Lava. Bei der Oberfläche finden wir hier in Hexlands sehr wenig nur, sehr wenig Lava. Liegen Sie vorsichtig, junger Mann. So, 6 Eimer Lava von 36. Ja, ich glaube fast, das wird hier nichts mit dem Rumfliegen. Dann einmal runterbuddeln und dann hoffen, dass wir auf Ebene. Mal ein Dorf. Dass wir auf Ebene 12 dann so. Sind die in der 1.19? Die Lava sind immer noch auf derselben Höhe so grob oder sind sie wieder woanders? Buddeln, buddeln, ja. Ich denke auch. Lass nur einmal Lava. Was? Aber wieso das denn, Dante?
Für die, die aktiv Minecraft spielen in 1.19, was ist die beste Höhe für Lava? Monster sind keine Gefahr, weil die Welt ist noch peaceful. Also nicht von mir, sondern von Hause aus ist der Mobspawn deaktiviert in diesem Modpack. So hohe 50. Okay, Struppi sagt 50 und Sklane sagt 45. Minus 45 bis minus 50. Ja, Nether ist so eine. Also minus 50, okay. Dann gehen wir runter bis zu minus 50 und gucken mal da nach Lava. Denn hier draußen, das bringt gerade nicht so viel. Ich weiß auch nur nicht, ob es bei der Weltgenerierung ebenfalls so ist. Erstmal Lava gerade. Aber das werden wir dann sehen, wenn wir dort ankommen. Also für straight runter würde ich sagen, kann man ja einstellen, ne? Bomben, die du haben willst, bei meinen ja, ne? Aber ist es so eine gute Idee? Straight runter zu minern? Wo ist mein Zuhause? Das hatte ich irgendwo schon mal markiert gehabt. Da drüben. Es gibt ein Stairshape. Oh, cool, na dann. Ich meine halt zu wenig mit Ultimine. Weil Maschinen, ne? Oder eben einen dicken Bohrer und dann einfach nur gerade runter. Genau das, ja. Da drüben. Das ist mal. Ja, immerhin haben wir 8 Eimer Lava gefunden auf unserer Tour. Ist ja auch nicht verkehrt. Mal Öl. Es waren aber ein paar mehr Blöcke Lava tatsächlich. Ich hatte nur 2 Blöcke gemeinert. Unten Lava. Ich hatte 2 Blöcke gemeinert, aber dann war es halt auch doof. Inwiefern? Das ist die Hexworld. World Seed. Steuern stinken. Generell stimme ich dir zu, aber wie kommst du das darauf? Ah, nein! Nein! Fuck. Das ist jetzt ein Problem. Oh! Kein Problem. Cool. Kein Problem. Ein kleines Problem. Wo ist mein Flieger? Ach da. Steuern haben sie erhoben. Steuern auf was? Und warum? Auf alles? Aber das zählt ja dann nur, wenn du bei denen im Gebiet bist, oder? In der Stadt bist. Das bei uns können die Steuern ja egal sein, oder? Es sei denn, du willst ja da was verkaufen oder so. Hä? Wo ist denn der Dev-Marker? Wie gesagt, muss man damit einberechnen, wenn man da was verkaufen geht. Und wenn es zu teuer wird, dann damit zu teuer wird. Oder nicht mehr lohnt, dann eben nichts mehr verkaufen. Fertig. Warum kann ich meinen Deathmarker nicht löschen?
Der ist doch hier in der Ecke. Hier zwischen. Das sind andere Motten? Nee. Ach, der hat zwei Kartenmods drauf. Wie immer. Wo sind wir da? Wie gesagt, musst du halt eben entsprechend mitberechnen, ne? Nee, das ist Journey Map. Das ist nicht Xero, Struppi. Aber ja, normal wäre das mit Udern, ja. Ich habe jetzt nur nicht erwartet, dass die tatsächlich zwei verschiedene Kartenmods drauf haben, weil es ja irgendwie Blödsinn ist. Ich nehme mal W-Punkt da unten. Hups. Waypoints. Okay. Oh. Da. Jetzt. Und dann weiter. Äpfel, da haben wir sie. Die Xero sieht schöner aus. Journeymap hat ein paar mehr Funktionen. Was halt bei Journeymap ein bisschen schwierig ist, was halt eben Cheating werden kann, ist halt, weil dass du die Map vorgenerieren kannst. Das heißt, du sagst, ich habe den Chunk schon mal besucht und dann ist der Chunk ja bereits geladen. Und dann kannst du auf jeder Ebene sagen, berechne bitte mal die Karte auf dieser Ebene, um zum Beispiel Lavaseen zu finden. Das ist schwierig, weil du halt nicht mehr erkunden gehen musst. Habe ich aber selber auch sehr häufig genutzt, zum Beispiel bei der Space Mod, wo du die Dungeons auf dem Mond finden musst, zum Beispiel. Da war das super hilfreich. Da bist du halt rumgelaufen erst und hast, weil du siehst dieses Krater, wo es da runter geht, das siehst du in der Regel nicht. Oder ganz, ganz schlecht nur. Und dann gehst du halt hin und sagst, so, berechne bitte mal alle die Karte auf Ebene so und so, auf Ebene 1 oder 2 oder so. Und dann siehst du halt immer genau da, wo die Dungeons sind. Zumindest wenn du schon mal in dem Chunk gewesen bist. Und die Karte übersehen hast. Ein bisschen cheaty. Schwierig bei der Kartenmotte ist gerade, dass du den Strahlen nur siehst, wenn du nicht hinschaust. Weil ich wusste gar nicht, dass Genmap existiert. Ich benutze hier die hier. Und die Kartenmod ist auch nicht Xero, sondern die ist von Pete Beast. Die haben da wieder ihre eigene Map. Naja, egal. So, wir sind wieder zu Hause. Und können uns denn jetzt einmal erstmal ins Bettchen legen. Und anschließend okay. Eine etwas härtere Landung. Da klatscht keiner mehr. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Genau, anschließend was essen. Ja, das ist ganz klar. Jetzt gehen wir hier einmal kurz den Marker wieder verstecken. Halt. Damit diesen Strahl schon nicht in der Latichte. Wir bauen uns mal nochmal eine Prospectors Picke. Aber diesmal aus Eisen am besten. Es gibt nur die. Oh, okay. Die hat wie viel Haltbarkeit? Sieht man nicht. Weil die war eigentlich recht fix und eigentlich auch recht haltbar. Ich glaube zu behaupten, die ist besser als eine Eisenpicke. 5 Attack Damage, 1,2. Ja. Leider sieht man die Haltbarkeit nicht. Aber ich denke auch, die ist besser als die Dings, ne? Dann lass uns mal noch eine machen gerade. Da. Und die war. Genau, einfach nur eine normale Steinpicke schmelzen. Okay. Tracker. Cobblestone. 3 übrigens, immer noch.
Ah ja, die Enhanced Tooltips, ne? Die müssen das dann anzeigen. Nö. Control, da siehst du nur die Tags, aber eben nicht den Damage. Ah, hier doch, da. Okay. Hier 1500 und ich sehe es erst, wenn er mal angeknackst ist. Die Picke. Ja, ich habe jetzt keinen Vergleich dazu, was die Eisenpicke kann, aber ich glaube, die Eisenpicke ist auf jeden Fall weniger als 1500. Gut, ich pack mal kurz ein paar Sachen weg. Wir nehmen frisches Essen mit. Und Eimer. Wir können auch schon mal die Eimer auch schon mal leer machen, gerade tatsächlich. Slane, ich wünsche dir eine gute Nacht, schlaf schön und danke fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Noch ein Eimer hier gelassen. Hatte ich nur 15 Eimer? Ich hatte doch 16, ne? Ich habe einmal verloren. Na gut. So, Prospektepicke. Die nochmal schmelzen. Sieht's hier aus mit den Förderbändern? Oh, da blockt schon wieder was. Da ist wieder was voll geworden. Kupfer ist voll. Und du vermutlich auch gleich. Und doch der Quantify Key. Wo ich den wieder gelassen. Gott. Ich hasse Kistenwirtschaft. Also, war der Quantify Key. Den brauche ich. Und dann einmal hier anzeigen. Ja, auch du brauchst ein Upgrade. Der Rest sieht weiterhin gut aus. Und geht's jetzt, süßer Fratz, zum Stern? Gönn dir. So, wir gehen mal nochmal frische Äpfel holen. Und wir können wir hinten bei der Baumform auch mal ein Upgrade reinballern. Arbeitet ja auch fleißig.